Herzlich willkommen in der Community Das Verbale Aikido. Was ist denn das Verbale Aikido? Ja, das Verbale Aikido ist eine von gegenseitigem Respekt getragene Kommunikations- bzw. Dialogtechnik. Es werden Inhalte des NLP, der Philosophien des Aikido und Elemente der gewaltfreien Kommunikation zu einer sehr machtvollen Gesprächs- und Verhandlungstechnik vereint. Es geht bei dem verbalen Aikido nicht um das Siegen eines Argumentes über das des anderen. Es geht vielmehr um das partnerschaftliche Management der Gefühle, sowohl der eigenen als auch der des Gesprächspartners. Denn die Welt gehört dem, der gut kommuniziert. Alles ist Kommunikation und Kommunikation ist alles. Jetzt sind wir aber weder auf der Suche nach Menschen, die in ihrer Art der Kommunikation andere dominieren oder kontrollieren wollen. Noch sind wir auf der Suche nach Menschen, die gänzlich passiv in ihrer Kommunikation sind und damit auch wenig in ihrem Leben erreichen. Wir suchen den authentischen Kommunikator. Wenn ihr also zu diesen Menschen gehören wollt, dann seid ihr genau richtig hier. Egal, ob ein Unternehmen den Bach runtergeht, privat wie im Beruf eine Beziehung scheitert, blickt man auf das Ergebnis zurück, muss man leider oft einer mangelnden internen wie externen Kommunikation die Schuld geben. Sie, die Kommunikation, ist der Grundpfeiler für alles, Erfolg wie Misserfolg, und dennoch verbringen wir viel zu wenig Zeit damit, diese regelrecht zu studieren. Das verbale Aikido setzt ein hohes Entwicklungsniveau voraus, das einen in die Lage versetzt, sich selbst, andere und eine stattfindende Kommunikation in seiner Gesamtheit wahrzunehmen. Als bloße Manipulationstechnik eingesetzt, wird beides allerdings sehr schnell wirkungslos. Den Aspekt einer entsprechenden eigenen Entwicklung, die viele Jahre eines Erwachsenenlebens in Anspruch nimmt, muss man wirklich betonen, und somit kann ein Audiokurs oder ein Live-Training nur der Beginn einer positiven Entwicklung sein. Ein Beginn, der aber sofort Früchte tragen wird. Vielleicht seht ihr Gefahren, bevor diese andere noch nicht sehen. Vielleicht seht ihr Chancen, bevor andere diese noch lange nicht erkennen können. Schaffen wir es nicht, anderen Menschen dies zu vermitteln, erzielen wir nicht die Ergebnisse, die wir erzielen könnten. Das ist schade, da alle Ressourcen, dies zu tun, bei uns schon längst vorhanden sind. Das verbale Aikido hilft uns, unser volles Potenzial an kommunikativen Fähigkeiten auszuschöpfen. Im Gespräch angewendet, hat es eine erstaunliche Wirkung auf die Veränderung des Gesprächsklimas und der Atmosphäre im Raum. Es ermöglicht plötzlich eine ganz andere Weiterentwicklung des Austausches. Statt Abwehrverhalten und frontaler Argumentation ergibt sich die Gelegenheit, dem Gegenüber, auch wenn man selbst entgegengesetzter Meinung ist, offen für die eigenen Ideen zu halten. Das Gegenüber fühlt sich respektiert und in seiner, ihren Bedürfnissen erkannt. Echte Kommunikation ist somit möglich, und dies mit einer Herzensöffnung und echtem Interesse am anderen Menschen. Wie hat eine Teilnehmerin des Kurses mal treffend in ihrer Bewertung geschrieben: Die Kunst des verbalen Aikido vermittelt Lösungsansätze im Miteinander anstatt Kampf und Konflikt. Das sollten alle Menschen beherzigen. Dann gäbe es mehr Miteinander und weniger Gegeneinander. Ich kann dieses Webinar nur sehr empfehlen, privat wie beruflich. Also, ich wünsche viel Spaß in der Community und produktiven Austausch über die Anwendung des verbalen Aikido. Bis dann, euer Frank Trissel. Ciao.